Was nehmen Sie mit aus dieser Session? Erstmal, dass hier die SPD, waren ja nicht nur SPD-Mitglieder, da auch Nahestehende an der SPD-Interessierte, jedenfalls sehr diskussionsfreudig sind. Wir haben über die Zukunft Europas diskutiert, über die deutsche Außenpolitik und über die innere Sicherheit. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, die Dinge gehören alle zusammen. Mich hat besonders beeindruckt, dass, sagen wir mal, die SPD als Friedensmacht, als eine Partei, die in ihrer Außenpolitik eben nicht zuerst an militärische Interventionen denkt, sondern die daran denkt, wie wir Gewalt deeskalieren können, wie wir Konflikte entschärfen können, wie Krisenprävention gemacht wird, wie wir versuchen, mit solchen Mitteln die Welt ein Stück friedlicher zu machen. Mit anderen Worten, wie die Außenpolitik von Frank-Walter Steinmeier ein Markenzeichen auch der deutschen Politik geworden ist. Das wurde jedenfalls in meiner Arbeitsgruppe sehr positiv gesehen. So kann es weitergehen. Manuela Schwesig, wenn die Familie heute Abend fragt, wie war es in der Session Familie, was sagen Sie, was können Sie berichten? Ja, also die Familie wird heute fragen, weil es ist ja eigentlich ein Sonntag und dann wollen wir schon wissen, hat es sich gelohnt, weg zu sein. Aber ich muss sagen, sehr, die ganze Veranstaltung, das macht echt riesig Spaß. Es ist toll, dass ihr alle gekommen seid, sonst wäre das ja, davon lebt es letztendlich, auch von diesen verschiedenen Formaten. Das hat man auch in unserer Session gemerkt und es ging natürlich um viele Fragen in der Familienpolitik. Kernthema war wieder für alle das Thema Zeit für Familie. Also es ist für die meisten unstrittig, dass sie beides haben wollen, Job und Familie. Aber viele eben sagen, uns drücken zwei Dinge. Zum einen, wenn wir Kinderbetreuung haben, das Thema Kosten, Gebühren. Nicht nur beim Thema Gebühren für Kita, auch das Thema ordentliches Essen. Also große Unterstützung für die Idee, dass auch der Bund jetzt mit dem Thema gebührenfreie Kita in den Wahlkampf zieht, haben wir da bekommen. Aber auch die Unterstützung für die Idee der Familienarbeitszeit. Also zu sagen, unsere Arbeitswelt muss es hergeben, dass man auch mal die Arbeitszeit ein Stück weit reduziert. Mütter und Väter für die Kinder, denn wir wollen Job, aber wir wollen auch Zeit für Familie. Katharina Barley, ist die Frau in dieser Runde für den Überblick. Sie hat nämlich in alle Sessions, ja nicht nur in dieser Runde, aber auch vor allen Dingen in dieser Runde, sie hat nämlich in alle Sessions hineingeschaut. Vor allen Dingen auch in die, die überschrieben war mit Jugend schreibt Zukunft. Ja, also ich war in verschiedenen Räumen, wo diskutiert wurde. Es war ganz interessant zu sehen, wie offensichtlich bei unterschiedlichen Themen unterschiedlich diskutiert wird. Also beim Thema Arbeit und Soziales war es unheimlich laut, würde ich sagen, also engagiert und lebhaft. Ja, während es bei der Bildung viel ruhiger zuging. Ich weiß gar nicht, ob das daran lag, dass da dann viele Lehrkräfte dabei waren, die das aus der eigenen Erfahrung kennen, wie das ist, wenn alle durcheinander reden oder so, keine Ahnung. Also es war jedenfalls ganz auffällig. Ich kann jetzt nicht sagen, was an inhaltlichen Inputs drin war. Dafür war ich in den einzelnen Panels zu kurz. Aber ich war im ganzen Haus unterwegs und ich habe ganz viel die Rückmeldung bekommen, dass es toll ist, so hautnah einfach mal fragen zu können, mal sagen zu können, also gerade im Bereich Familie, da hatte ich einen Gesprächspartner, der das Wechselmodell nochmal zur Sprache bringen wollte, also getrennte Eltern, die sich wirklich gleichberechtigt die Betreuung teilen, eine Woche hier, eine Woche da oder wie auch immer. Der sagte, Mensch, das ist toll, dass ich das wirklich hautnah anbringen kann und ich habe auch den Eindruck, es wird gehört und es wird mitgenommen. Das war das eine und das andere eben auch, dass viele sagten, es ist einfach schön, dass ihr euch generell so öffnet, dass man mal gucken kann, wie ihr arbeitet, dass man sich unter euch, wenn ihr dann im Fernsehen auftaucht, einfach auch mal was vorstellen kann, ne? Dass man weiß, wie ihr so seid und wo ihr da so seid und steht und so ein bisschen Politik erlebbarer zu machen, weil ich finde, Politik hat in der Öffentlichkeit einen sehr schlechten Ruf. Das hat seine Gründe. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendwelche Erlebnisse und Ausreißer. Aber im Großen und Ganzen besteht Politik aus ganz vielen Menschen, die sehr engagiert sind und die wirklich was besser machen wollen. Und dazu zähle ich uns jetzt mal, wie wir hier sitzen, auch alle. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass Menschen sehen, hier arbeiten Menschen ernsthaft und engagiert daran, dass es für alle
besser wird und vielleicht auch, dass es Spaß macht, mitzumachen. Ich habe auch schon einige Mitgliedsanträge heute verteilen dürfen. Ja, die müssen aber dann noch unterschrieben zurückkommen. Manuela Schwesig-Thomas Oppermann, Sie sind ja öfter hier im Willy-Brandt-Haus, aber wahrscheinlich selten in einem solchen Setting mit so vielen Menschen. Was nimmt man daraus mit? Wie wirkt das nach in den nächsten Tagen und vielleicht sogar dann? Ja, also ich nehme auf alle Fälle heute gute Stimmung mit. Es ist so eine Art Aufbruchstimmung, Stimmung der Zuversicht. Und ich will sagen, das brauchen wir auch gemeinsam. Ich hoffe, dass das auch die Leute mitnehmen, die heute dabei sind, dass sie wirklich erkennen, die SPD macht sich einen Kopf. Wir wollen alle beteiligen. Wir drei leiten ja die Programmkommission. Und so, wie es heute Morgen Katharina versprochen hat, wird es auch sein. Die Impulse, die wir heute bekommen haben aus den verschiedenen Gruppen, bei uns war zum Beispiel bezahlbares Wohnen auch ein Riesenthema in Stadt und Land, gute Lebensbedingungen, dass wir das mitnehmen, auch in unser Impulspapier fürs Programm einbringen. Und das Programm soll ja nicht nur dazu dienen, in den Wahlkampf zu ziehen. Das soll dann auch die Blaupause für uns sein. Wir wollen in der nächsten Legislatur regieren und zwar nicht mehr als Juniorpartner, sondern wir wollen das Kanzleramt und wir wollen dann das durchsetzen, was wir hier gemeinsam diskutieren. Ich finde die Atmosphäre im Willy-Brandt-Haus heute wirklich wunderbar. Wenn es nach mir ginge, könnte das so bleiben. Wir könnten die Möbel hier eigentlich stehen lassen und auch mehr vielleicht offener sein. Aber da will ich Katharina Barley nicht in ihre Geschäfte reinreden. Zum Wahlprogramm, ich finde das genauso wie Manuela. Wir arbeiten da schon sehr intensiv dran. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, liegen ja an den Ausgängen diese 20 Punkte, die wir formuliert haben und die im Grunde genommen so eine Art grobe Gliederung für ein Wahlprogramm sind. Was ist der SPD wichtig? Wir wollen die Mitglieder daran beteiligen. Und ich habe nach den Debatten, die wir heute geführt haben, sehe ich dieser Mitgliederbeteiligung mit großer Begeisterung entgegen. Wir sind ja in dieser Regierung nur deshalb so erfolgreich, weil wir einen Mitgliederentscheid über unseren Koalitionsvertrag hatten. Es war ja bei den Koalitionsverhandlungen vor 3 Jahren so, dass die Ankündigung von Sigmar Gabriel, da kommt am Ende ein Mitgliederentscheid, dazu geführt hat, dass die Mitglieder gleichsam wie eine dritte unsichtbare Partei mit am Verhandlungstisch gesessen haben. Der 12. Mann sozusagen. Ja, eine Frau, Entschuldigung, wie konnte ich das sagen? Wie eine dritte Person mit am Verhandlungstisch gesessen haben und die anderen genau wussten, das letzte Wort haben in dem Fall bei uns die Mitglieder. Und diesmal sagen wir, okay, wenn das so erfolgreich war, dann drehen wir das um und lassen die Mitglieder gleich von Anfang an mitreden. Was sind die Schwerpunkte, was sind die Kernbereiche unseres Wahlprogramms? Und ich finde, Katharina, da ist dir mit dieser Veranstaltung heute ein wunderbarer Auftakt gelungen. So muss es weitergehen. Ganz lieben Dank, aber so viel Zeit muss sein. Ich möchte jetzt an der Stelle wirklich auch mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken. Ich habe niemanden Dienst verpflichtet. Ich habe bei der letzten Mitarbeiterversammlung, die machen wir hier mal alle zusammen, alle 8 Wochen, habe ich gesagt, naja, wir machen das an einem Sonntag in den Ferien. Es wäre toll, wenn möglichst viele von euch dabei wären und ihre Arbeitsbereiche auch vorstellen und so weiter. Und die Resonanz war absolut überwältigend. Und allen, die hier waren, ganz, ganz lieben Dank dafür. Meinung abzufragen, sich ein Stimmungsbild zu machen, das war ein wichtiges Ziel heute, was auch online funktionierte. Es gab eine Abstimmung online und hier im Willy-Brandt-Haus über Touchscreen. Und die Ergebnisse dieser Abstimmung, die wollen wir uns jetzt noch mal angucken. Wir können ja vielleicht mal mit Platz 3 anfangen. Das ist besonders wichtig gewesen für viele: Vernunft und Respekt in der Gesellschaft. Dann ist auf dem 2. Platz gerechte Rente und soziale Sicherheit. Und auf Platz 1 gute Bildung. Das hat bestimmt auch an Axel Pape gelegen. Überrascht euch das Ergebnis oder ist das etwas, wo er sagt, ja, kann ich prima mitleben?
Also ich kann prima damit leben und ehrlich gesagt überrascht es. Also ich finde es toll, dass es so klar ist, aber es überrascht mich nicht. Und ich habe das vorhin schon auch bei Familie gesagt, wenn es jetzt heute hier völlig andere Stimmung wäre, dann müssten wir uns ja auch fragen, was wir eigentlich falsch machen. Ja? Also ich sag mal, das sind genau die Themen, wo ich mir keine andere Partei vorstellen kann, die diese drei Sachen so gut voranbringt, wie gute Bildung, soziale Sicherheit und Vernunft und Respekt in der Gesellschaft. Platz drei finde ich besonders wichtig und richtig, weil wir echt in Zeiten leben, wo man den Eindruck hat, dass diejenigen, die überhaupt nicht mehr Anstand und Respekt wahren vor anderen, die sind, die die lautesten sind zurzeit im Land. Und ich glaube, es müssen wieder die laut werden, die ein anderes Land wollen, ein Land des Respektes. Natürlich freue ich mich, dass Bildung auf Platz 1 ist. Aber Bildung ist eigentlich das sozialdemokratische Thema, weil es auch eine besondere Ausprägung der sozialen Gerechtigkeit ist. Wenn wir die Einkommensgerechtigkeit in Deutschland verbessern wollen, dann gehört dazu nicht nur ein Steuersystem, in dem die B- und Entlastungen fair und gerecht verteilt sind, sondern dann gehört dazu vor allem, welche Bildungschancen wir Kindern und Jugendlichen einräumen können. Für uns ist ganz klar, es darf nicht von der sozialen Herkunft abhängen, auch nicht von der Region, in der ich lebe. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Es darf nicht davon abhängen, wo ich herkomme, welche Chancen ich habe, ein gutes, ein ordentliches und erfolgreiches Leben zu führen. Da muss jeder, da müssen alle die gleichen Chancen haben. Und deshalb tritt die SPD eben immer für Bildungspolitik ein. Und wir sagen, anstrengen muss sich am Ende jeder selber. Aber die Chancen dafür, dass er die Gelegenheit dazu hat, dass er die Ausbildung dafür bekommt, die muss der Staat garantieren. Das ist eine vernünftige Arbeitsteilung. Online fand ja nicht nur diese Abstimmung statt, sondern viel, viel mehr. Es gab die Twitter-Town Hall, die Interviews per Twitter. Katharina Barley war dabei, Manuela Schwesig war dabei. Was war ja für euch der vielleicht witzigste Tweet oder die originellste Frage aus diesem Bereich, aus diesem Online-Bereich? Oder kann man das so gar nicht sagen? Katharina Barley guckt ein bisschen verzweifelt aufgrund dieser Frage. Ja, also ich gebe ganz ehrlich zu, das sind so viele Eindrücke jetzt. Ja. Ich muss mich selber, glaube ich, erstmal sortieren. Ich wollte nur zu der Umfrage noch dazu sagen, das waren natürlich in der Addition deutlich mehr als 100%. Das hing damit zusammen, dass man mehrere Kreuze machen konnte. Ne? Mehrfachnennungen also nicht, sind möglich gewesen. Also interessant ist, ich habe mir hier so eine Auswertung geben lassen von meinen Mitarbeitern, was war im Netz so los, und da ist der vorletzte Punkt, ist Netzliebling ist eindeutig Tim. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber wenn er noch da ist, dann hast du jetzt den offiziellen Titel Netzliebling. Also für mich ist einfach das Schönste gewesen, dass es sich gelohnt hat, in so eine ganz offene Geschichte zu gehen. Wir haben ja, das ist ja immer auch ein bisschen mit Risiko behaftet. Also wenn jetzt Sigmar den Tim nach vorne holt, der kann auch sagen, meine Eltern haben mich hier mitgeschleppt und ich finde euch ziemlich doof. oder wenn... Ja. Ja, das oder kann wenn, passieren. Wenn man die Twitter-Kommentare so liest, dann kann da eben auch ziemlich viel Mist dabei sein. Und was mich so glücklich macht, ist, dass diese Offenheit und auch mal was zu wagen, sich so gelohnt hat. Also ich bin zum Beispiel völlig hin und weg, dass es jetzt immer noch so voll ist. Ich habe gedacht, normalerweise bei solchen Geschichten, die den ganzen Tag gehen, ist am Ende dann nur noch ein Drittel da. Also das finde ich schon mal völlig überwältigend. Und dass es wirklich in meiner Wahrnehmung sowas, so ein Dialog auf Augenhöhe wirklich ist. Sowohl, dass die Twitter-Kommentare ernst genommen werden, als auch in den Sessions. Das ist wirklich, das ist nicht so ein ihr da oben und wieder unten oder ihr da vorne und wir hinten oder so, sondern dass es wirklich so ist, wie ich mir Politik vorstelle. Nämlich, dass wir wirklich miteinander es besser machen. Es gab viel zu erfahren heute an diesem Sonntag, auch viel zu lernen. Und man konnte ja dann auch dieses neu erworbene Wissen direkt anwenden, in Form eines Quiz. Und kein Quiz ohne Preise, das wäre ja total doof. Deswegen wollen wir jetzt zur Verlosung schreiten. Das sind die richtigen Antworten aus diesem Quiz. Ne, ihr müsst alle ran als Lottofee. Vor allen Dingen Thomas Oppermann habe ich mir immer schon in der Rolle der Lottofee gewünscht. Danke.
Ja, deswegen sind Sie auch erst mit dem ersten Preis dran. Also, wir beginnen mit dem dritten Preis. Das ist ein alltagstaugliches SPD-Waffeleisen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es eben oben gesehen. Es sieht echt cool aus. Es ist knatschrot. Natürlich ist es knatschrot. Katharina Barley, bitte. Na, Sie müssen erst losen. Ja, da ist das. Nee, Katharina Barley zieht bitte den dritten Preis. Geht noch richtig gerade. Aber da muss ich aber erstmal ein bisschen mischen. Ne? Sie dürfen auch mischen, natürlich. Ich nehme dieses. Dass man mal wirklich sieht, wie so ein Waffeleisen aussieht. Coole Geschichte. Gewonnen hat Katharina Barley. Nee, ich brauche aber auch noch eins. Also reserviert mir mal eins. Ich hätte auch gerne eins. Also, es hat jemand gewonnen, der eine weite Anreise hat. Das freut mich. Nämlich Milan Swarovski aus Wiesbaden. Jetzt müssen wir es auch richtig auspacken. Das sieht ja schon super aus. Er kommt. Na super, schlägt sich von hinten durch. Ja. Moment, ich halte mal. Das Beste ist. Das Beste ist, dass natürlich das SPD-Logo nicht nur auf dem, sondern auch auf der Waffel selbst drauf ist. Also wenn man das dann. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du bist Mitglied und kannst es gut gebrauchen. Ja. Ja. Mitglied bin ich nicht, aber ich mache zurzeit ein Praktikum bei der SPD. Dann hätte ich gerne mal noch einen Mitgliedsantrag. Und er hat sich nie mehr gewünscht, Waffeln backen zu können mit dem SPD-Logo. Antrag kommt, da bin ich mir sicher. Ich gehe nie ohne Mitgliedsanträge aus dem Haus, aber ich bin heute so viele losgeworden, ich habe einfach keine mehr. Das ist ein besonderes Bundle, ein Waffeleisen zusammen mit einem Mitgliedsantrag. Kommen wir zu dem zweiten Preis. Hoffentlich haben wir mit dem genauso viel Spaß wie mit dem dritten. Der zweite Preis ist ein SPD-Leuchtwürfel und Manuela Schwede, ich möchte bitte eine Karte ziehen, beziehungsweise einen Umschlag, einen Zettel. Das ist ein SPD-Leuchtwürfel. Pack das Teil mal aus, bevor ich hier was verlose. Müssen wir wissen, was da erst drin gucken, ist. Erst gucken, dann verlosen. Und den gibt es natürlich auch, nur mit einem Mitgliedsantrag. Könnt ihr schon mal einen vorsorglich besorgen. Und wenn es schon Mitglied ist, muss er den Antrag oder sie weitergeben. So. Auch rot. Völlig unerwartet. Ah, Kinder, das mit dem Auspacken ist es echt. Also es ist ein Würfel und er leuchtet und irgendwo steht SPD drauf. Das können wir uns doch vorstellen. So, ein wunderbares Geschenk für die Jahreszeit, wo es wieder schnell draußen dunkel wird und man sich's abends heimlich machen kann mit einem SPD-Leuchtwürfel. Und dieses Glück ist Dieter Biederich vergönnt. Ist Dieter Biederich noch da? Jetzt bitte nicht drücken. Nicht drücken. Da. Da bekommt das Wort Rotlichtmilieu einen ganz neuen Touch. Generalsekretärin hat mich gleich erwischt. Ja. Du bist schon Mitglied. Ich bin schon Mitglied, ja, okay, seit 69. Ja. Krieg ich da denn zwei? Du kriegst den Leuchtwürfel mit einem Antrag, den du weiterreichen kannst an die Person, die du magst. Gut. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Der erste Preis, das ist eine Flusskreuzfahrt durch die Niederlande für zwei Personen. Thomas Oppermann, bitte. Sie müssen nichts auspacken. Also nicht das Schiff, nur die Kreuz. Entschuldigung. Also diese wunderbare Flusskreuzfahrt, gesponsert vom SPD-Reiseservice, da hören wir gleich noch von, hat gewonnen Reinhard Bildstein. Reinhard Bildstein, ist der Glückliche noch da? Ich glaube, in Vertretung für Reinhard. Okay. Das kriegen wir schon hin mit der Überprüfung. Herzlichen Glückwunsch.
Ist das denn wenigstens für zwei Personen? Ja, das ist für zwei Personen. Alles wunderbar. Gut. Dankeschön. Ja. Super. Dankeschön. Dann gebe ich Ihnen mal zwei Mitgliedsanträge. Soweit die Preise zum Quiz. Katharina Barley, was sind jetzt die nächsten Schritte? Was steht in der nächsten Woche an? Oder erst noch mal ein bisschen sortieren und auf diesen Sonntag gucken? Naja, es steht an, dass wir jetzt die Ergebnisse sammeln. Also es ist ja in allen Themenforen sind ja die Ergebnisse aufgezeichnet worden. Und die gehen jetzt eben in unseren Programmentwurf ein. Wir haben ja schon umfangreiche Vorarbeiten geleistet, aber das wird jetzt eben weitergeführt. Der nächste Schritt, den wir gehen werden, ist, dass wir auch noch mal einen Verbändedialog durchführen werden, also mit Expertinnen und Experten, wenn es dann so um Detailregelungen geht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich finde, dass in der Umweltpolitik dieser und jener Aspekt stärker berücksichtigt werden muss bei der Förderung von erneuerbaren Energien, dass man dann eben auch die Expertinnen und Experten hat, die genau sagen können, wie man sowas machen kann. Und so auf die lange Sicht steuert es alles zu auf Ende Mai. Das wird unser Programmparteitag. Thomas Oppermann, die Fraktion ist natürlich in diesem ganzen Prozess auch nicht unbeteiligt. Wie stellt man sich dort jetzt auf die Arbeit der nächsten Wochen ein? Wir haben ja schon in den zurückliegenden anderthalb Jahren intensiv gearbeitet in einer Reihe von Arbeitsgruppen unter der Überschrift Neue Gerechtigkeit. Und da haben Fraktionsmitglieder auch im Austausch mit gesellschaftlichen Gruppen, mit Verbänden und Gewerkschaften Ideen gesammelt, wie man dieses Land durch Reformen noch besser, noch lebenswerter machen kann. Und das alles fließt jetzt ein, auch in die Programmarbeit der SPD. Vieles ist schon sozusagen hier angekommen. Wir werden das alles gebündelt darstellen. In 4 Wochen haben wir dazu einen Kongress. Und da werden alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vortragen. Und wir werden auch die ganzen gesellschaftlichen Gruppen einladen. Vielleicht sind auch von euch welche dabei, um diese Diskussion mit denen dann gemeinsam zu führen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das ein guter Weg ist, ein politisches Programm auf die Beine zu stellen, was wirklich in der Gesellschaft verankert ist, was sich nicht irgendwelche Strategen ausgedacht haben, sondern was aus den Problemen, die die Menschen vor Ort erleben, in ihrem Alltag erleben, heraus entwickelt worden ist und wo wir dann diese Forderungen aufgreifen und politisch etwas daraus machen. Ich freue mich schon sehr auf diesen Kongress. Manuela Schwesig, auch wenn es ja kein Jahr mehr ist bis zur nächsten Bundestagswahl, bis dahin muss ja trotzdem weiter regiert werden. Was steht da auf der Agenda, auf Ihrer persönlichen Agenda auch für das Familienministerium? Also wir haben noch eine ganze Menge vor, die SPD in dieser Bundesregierung. Das heißt, wir wollen das letzte Jahr noch nutzen, von wegen irgendwie die Zeit ist schon vorbei und Wahlkampf ist angesagt. Das gilt nicht für uns. Wir haben noch weitere wichtige Vorhaben. Wir wollen zweigleisig fahren. Wir werden das, was wir noch machen wollen und auch versprochen haben, jetzt noch in den restlichen Monaten umsetzen. Und parallel arbeiten wir natürlich dran, so wie heute. Was sind unsere Ideen für die Zeit danach? Was machen wir jetzt noch in den nächsten Monaten? Aus meiner Sicht, bei mir sind es 2 große Themen. Einmal das Thema gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Wir haben uns geeinigt auf ein Gesetz. Das habe ich jetzt vorgelegt und das müssen wir dann auch in den nächsten Wochen noch durchboxen, weil es ist nicht so, dass wenn man einmal hört, die haben sich geeinigt, dass dann sich immer alle vorstellen müssen, dann geht es so locker und fluffig durch, wie so eine Waffel im SPD-Waffeleisen. Das kann man total vergessen in dieser Koalition. Wir müssen alles wirklich hart durchboxen. Da setze ich natürlich auf die Fraktion. Aber dieses Gesetz, auf das wir lange warten, Lohngerechtigkeit kommt. Und 2. wichtige Vorhaben, wir haben uns geeinigt, obwohl nicht im Koalitionsvertrag, dass wir endlich den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende ausweiten wollen für die Kinder bis 18. Ganz wichtiges Vorhaben. Und was uns natürlich in den nächsten Wochen sehr intensiv beschäftigen wird, das ist die Umsetzung des Kompromisses, den wir zwischen den Ländern mit den Ländern gefunden haben. Bund-Länder-Finanzbeziehungen werden neu geregelt. Der Bund muss viel zahlen, damit die Länder finanziell besser ausgestattet sind.
Aber dabei geht es eben auch um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Und in diesem Zusammenhang haben wir in nächtelangen Verhandlungen es geschafft, die Widerstände gegen ein Zusammenwirken von Bund und Ländern zu überwinden. Nach der Verfassung ist es uns verboten, an der Finanzierung von Bildungsmaßnahmen in den Ländern und Kommunen mitzuwirken. Und das haben wir endlich durchbrochen. Der Bund wird die Verfassung ändern. Wir werden die Verfassung ändern. Der Bund darf insbesondere in finanziell schwächeren Kommunen Bildungsinfrastruktur mitfinanzieren. Also Turnhallen, Schulklassen, gutes Umfeld, IT-Ausstattung einer Schule, hoffentlich dann auch in einem zweiten Schritt die notwendigen Stellen mit Sozialarbeitern und insgesamt für eine bessere Ausstattung, die auch Ganztagsschulbetrieb ermöglicht. Das muss die Zukunft unseres Bildungssystems sein. Immerhin haben wir dafür jetzt einige wichtige verfassungsrechtliche Voraussetzungen getroffen. Und wir werden noch in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt verabschieden in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Das sind die Überschüsse, die wir in diesem Jahr noch erwirtschaften. Und diese 3,5 Milliarden Euro gehen gleich in dieses Schulmodernisierungsprogramm. Das heißt, wir ändern nicht nur die Verfassung, sondern wir machen gleich Nägel mit Köppen und setzen das gleich um. Wir haben ja heute schon gelernt, dass Bildung für die meisten ganz, ganz wichtig ist. Eines der Erkenntnisse aus diesem Tag. Ich sage ganz herzlichen Dank in die Runde. Ich sage vor allen Dingen ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr da wart hier im Willy-Brandt-Haus. Ich sage herzlichen Dank an all diejenigen, die das hier fantastisch organisiert haben, die wirklich viel Zeit und Energie da reingesteckt haben. Vielen Dank auch an die Technik für den immer guten Ton. Und wer noch Mitgliedsanträge braucht, Katharina Barley hat da noch so 2, 3 in petto. Aber ihr müsst euch beeilen, denn nachher sind sie alle weg. Wie gesagt, nochmals herzlichen Dank. Ich wünsche allen einen guten Rechtssonntag. Kommt gut heim und vor allen Dingen habt einen prima Start in die nächste Woche. Bis dahin. Danke, ciao.